kannten sich schon eine ganze Weile und eines Abends sitzen sie bei einem kleinen Fest an einem Tisch gegenüber. Während der Mahlzeit warf er immer wieder einen Blick in ihre Richtung. Schließlich fasste er sich ein Herz und fragte sie: Wollen Sie meine Frau werden? Nach sorgfältigem Nachdenken antwortet sie: Ja, ja, ich will es. Nach Ende des Festes ging sie später jeweils auf ihre eigenen Zimmer. Am nächsten Morgen erwachte der Witwer ratlos. Hatte sie nun Ja oder hatte sie Nein gesagt? Er wusste es nicht mehr. Angestrengt grübelte er, aber es wollte keine Erinnerung mehr kommen. Voller Aufregung griff er zum Telefon und wählte ihre Nummer. Erst zögerte er und sagte nur, wie schön der Abend gestern noch gewesen sei, und dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen. Als ich sie fragte, ob sie meine Frau werden wollen, haben sie damit Ja oder mit Nein geantwortet? Voller Freude vernahm er aus dem Hörer: Nun, ich habe Ja gesagt, und das von ganzem Herzen. Dann fuhr sie fort: Und ich bin so froh, dass Sie mich angerufen haben. Ich wusste nämlich nicht mehr, wer mich gefragt hat. Ja, selbst wenn das Gedächtnis nachlässt, bleibt doch oft eins übrig, nämlich der Wunsch nach einer tiefen und echten, tragfähigen Partnerschaft. Ein Pastor, der soll einmal Folgendes erlebt haben. Er wollte am Ende eines Gottesdienstes, ein normaler Gottesdienst, und am Ende sollte eine Trauung stattfinden. Und als er das Paar zur Zeremonie nach vorne bitten wollte, da fiel ihm beim besten Willen nicht mehr deren Namen ein. Und so sagte er in die Stille hinein: Wenn jetzt doch bitte die nach vorne kommen würden, die verheiratet werden wollen. Sofort standen 9 unverheiratete Frauen, 3 Witwer, 4 Witwen, 6 unverheiratete Männer auf und kamen nach vorne. Das Predigtthema heute lautet, Clemens hat es gerade schon genannt, beabsichtigte Zufälle und eine sich anbahnende Liebesgeschichte. Es ist Teil 2 der Predigtreihe über Ruth, einer der großen Frauen in der Bibel. Wir finden die Geschichte im nach ihr benannten Buch Ruth, eines von 2 Büchern aus der Bibel, das nach einer Frau benannt ist. Den Bibeltext haben wir vorhin in der Lesung von Clemens schon gehört, das ist Ruth, Kapitel 2. Und wir schauen uns die Geschichte in 5 kleinen Päckchen an. Beabsichtigte Zufälle und eine sich anbahnende Liebesgeschichte. Naomi, die zog mit ihrer Schwiegertochter Ruth, die aus Moab stammte, nach Bethlehem zurück. Dort erkannte man sie wieder, sie hatte dort noch Verwandtschaft. Und einer dieser Verwandten wird uns gleich vorgestellt und er wird im Verlauf der Geschichte noch eine wichtige Rolle neben der beiden Frauen spielen. Wenn wir uns erinnern, der letzte Vers im ersten Kapitel von Ruth lautete ja so, 1 Vers 22, so war Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth wieder nach Bethlehem zurückgekehrt. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Vergangenen Sonntagbericht haben wir gehört, dass im Grunde genommen eine Katastrophe im Leben von Naomi und ihrem Mann Elimelech und dann später auch im Leben ihrer Schwiegertöchter Orpa und Ruth geschehen ist. Der Ehemann von Naomi stirbt, ihre beiden Söhne sterben, also die Männer von Ruth und Orpa. Sie kommen mit leeren Händen zurück in ihre Heimat, sie haben nichts. Sie kommen nach Bethlehem und Naomi sagt: Nennt mich nicht mehr die Liebliche, die Süße, sondern nennt mich die Bittere, denn der Herr hat mir Bitteres angetan. Doch dieser kleine Hinweis hier, der letzte Satz, wenn ihr mal genau lest, der deutet schon an, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Dort begann gerade die Gerstenernte. Also keine Hungersnot mehr. Es gibt wieder Brot im Brothaus Israels. Bethlehem heißt der Brothaus. Die Hungersnot ist vorbei. Es gibt wieder Leben und Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Boas. Wow, von dem werden wir jetzt hören. Erstens eine
Liebesgeschichte. Kapitel 2, Vers 1. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas, der aus derselben Sippe stammte wie Naomis verstorbener Mann Elimelech. Boas war wohlhabend und einflussreich. Boas war also ein angesehener, erfolgreicher junger Mann. Boas, he's the man, man kann sagen. Das ist Boas, einen großen Acker, erfolgreich angesehen. Er ist ein wahrer Mann. Er hat niemals die Spice Girls oder Helene Fischer gehört. Er weiß, wo es im Leben lang geht. Der Mann hat ein Ziel vor Augen. Boas ist ungefähr Mitte 20 bis Ende 20, vielleicht auch schon Anfang bis Mitte 30. Man weiß es nicht genau. Und er ist Single. Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Er ist erfolgreich, er ist einflussreich, er hat Macht, er ist wirklich in einem heiratsfähigen Alter, wo man Familie gründen kann, aber er hat keine Frau. Komisch. Eigentlich könnte er sich in Wolfsburg wirklich wohlfühlen, denn Wolfsburg hat laut dem städtischen statistischen Bevölkerungsbericht 32.170 Single-Haushalte. Von ungefähr 125.000 Einwohnern kann man rechnen, ungefähr 25%, also ein Viertel der Wolfsburger Bevölkerung sind Singles. Also falls du noch keinen Partner gefunden hast, herzlich willkommen. In Wolfsburg gibt es eine große Auswahl, vielleicht auch hier in der Gemeinde einige. Vielleicht sind hier auch einige Singles unter uns, die sich mit dem Gedanken herumschlagen, warum habe ich eigentlich noch keinen gefunden? Vielleicht hast du auch tief in dir den Wunsch in deinem Herzen nach einem Gefährten. Oder nach einer Partnerin, von der man sagen kann, ich liebe dich. Du gehörst zu mir und mit dir möchte ich durchs Leben gehen. Und von dem man sich wünscht, dass er dir zurücksagt, ich liebe dich auch. Und egal, wo du herkommst, egal, was du machst, ich bleibe bei dir, ich gehe nicht weg, ich liebe dich. Und wenn es sein muss, sterbe ich auch für dich. Und jemand, der sagt, hey, es ist mein Ziel, dass du aufblühst in deinem Leben. Nur, je älter man wird, desto mehr läuft einem ja so die Zeit davon. Man merkt, ich bin nicht mehr so knusprig. Andere werden schon misstrauisch, warum ich immer noch keinen habe. Die Eltern fangen schon an zu fragen. Und dann fokussiert man sich nur darauf. Und dann fängt man an zu verkrampfen. Und von jedem, mit dem man redet, denkt man, du könntest der Retter meines Lebens sein. Das Problem ist aber, man kann es vergleichen wie mit einer Säule. Ihr seht hier so eine halbe, zerbrochene, eine halbe Säule. Wenn ich keinen Partner habe, dann fühle ich mich wie eine nicht komplette Säule. Diese Säule fehlt etwas, was man zum Leben braucht, ohne dass es nicht geht. Aber wenn wir uns jetzt so den Boas anschauen, dann merken wir, der ist anders drauf. Ja, sagt er, es ist so. Ich bin Mitte 20, ich bin Anfang 30 und ich habe keine Frau. Aber ehrlich, ich werde eine finden. Und wenn ich sie gefunden habe, werde ich sie erkennen. Und dann werde ich sie erobern und dann werde ich das Leben mit ihr bestreiten. Wir sehen jetzt hier eine andere Säule, kommt nachher nochmal. Aber Boas, das ist ein Mann, der wirkt nicht so wie eine unkomplette Säule, sondern er wirkt irgendwie komplett. Boas ist ein Mann, auf den man bauen kann. Er ist eine stabile Säule und er steht dort und er sagt, ja, wenn ich eine Frau finde, dann wird sie einem Mann gegenüberstehen, der ein wirkliches Gegenüber ist. Das war Teil 1 der sich anbahnenden Liebesgeschichte. Wir gehen mal den Text weiter. An dieser Stelle pausieren wir mal kurz und werfen mit dem Text einen Blick auf Ruth. Ruth, sie ist eine Frau, wir haben es gehört am letzten Sonntag, die hat alles verloren, was man sich nur vorstellen kann. Ruth steht an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie nichts mehr hat, außer einer momentan noch bitteren Schwiegermutter. Eine Top-Voraussetzung für ein glückliches Leben, könnten wir ja auch mal ausdrücken. Das ist jetzt das zweite Päckchen, die wir in diesem Text packen. Ruth ergreift die Initiative. Ruth sagt sich, ja, es stimmt. Ich habe nichts. Ich habe meinen Mann verloren, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Besitz, aber ich habe Möglichkeiten. Ich habe Zukunft und ich werde dafür aufstehen und ich werde schauen, was ich machen kann, damit mein Leben wieder gut wird.
Damals gab es ja noch keine Sozialämter, es gab keine Tafeln, es gab keine Suppenküchen um sich, die sich um die Bedürfnisse und den Lebensunterhalt verarmter Leute kümmerten. Deshalb war jeder auf sich selbst gestellt. Und deshalb ergriff Ruth in der Erntezeit jetzt die Initiative und sie sagt zu Naomi, Vers 2, lesen wir, eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich will hinausgehen und Ehren sammeln, auch die auf dem Feld liegen geblieben sind. Ich finde schon jemand, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt. Geh nur, meine Tochter, sagte Naomi. In der letzten Predigt haben wir gesagt, wir können die Ruth eigentlich nicht verstehen. Denn auch Ruth hat nicht nur Gutes mit Gott erlebt. Sie ist Witwe, ihr Mann ist gestorben, ihr Schwager auch. Und trotzdem sagt sie, ich gehe mit Naomi in das Land dieses Gottes. Das ist nicht mein Gott, der Moabiter, sondern ich habe den neuen Glauben angenommen. Ich gehe jetzt auch in dieses Land, ich gehe mit meiner Schwiegermutter. Der Hintergrund ist, Ruth wollte sich ein Gesetz zunutze machen, das dazu da war, die Not der armen Leute zu lindern. Greift mal zurück auf 3. Mosebuch und 5. Mosebuch, 3. Mose 19, Vers 9 und 10. Da sagt Gott, wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Das galt für jegliche Ernte, ob man Trauben, Gerste, Weizen oder was auch immer erntete. Denn durch diese Vorschrift sollte den Armen geholfen werden. Vers 10, lasst etwas übrig für die Armen und für die Fremden bei euch. Und im Gesetz des Mose heißt es sogar, wenn auf dem Feld eine Gabe vergessen werde, man soll nicht umkehren, um die noch zu holen, weil die von Annika runtergefallen ist. 5. Mose 24, wenn ihr bei der Ernte eine Gabe auf dem Feld vergessen habt, dann geht nicht zurück, um sie zu holen, sie soll den Fremden, den Waisen und Witwen gehören, dafür wird der Herr euch segnen bei allem, was ihr tut. Das war sozusagen die damalige Sozialgesetzgebung, das damalige Hartz IV oder da, wo wir unterstützt werden, das gab es damals noch nicht, aber das war die Art, wie Gott gesagt hat, das soll die Ordnung im Land Israel sein für die Armen und Bedürftigen. Wobei solche Leute nicht auf allen Feldern so gern gesehen waren. Manche Gutsherren haben die Leute dann wieder verjagt. Man war also auf die Gnade der Besitzer angewiesen. Es war kein Recht, was man einklagen konnte. Und Naomi war mit dem Vorhaben von Ruth einverstanden. Es geht weiter, Ruth 2, Vers 3. Ruth kam zu einem Feld und sammelte Ehren hinter den Männern und Frauen her, die dort das Getreide schnitten und die Garben banden und wegtrugen. Ruth macht sich also auf den Weg und es ist eine sehr schwere Arbeit. Es ist bei extremer Hitze und es ist nicht ganz ungefährlich. Wir denken vielleicht, ja, dann gehe ich auf, wenn ich ausgeschlafen bin und sammle da so ein paar liegen gebliebene Gaben und bringe die dann nach Hause. Und wenn es Probleme gibt mit den anderen Arbeitern, rufe ich bei der IG Metall an und dann klären die das schon für mich. Nein, es ging nicht. Vielleicht ist uns aufgefallen bei der Lesung, gerade von Clemens, dass im Text immer wieder gesagt wird, Boas sagt zum Beispiel, ich habe den jungen Männern gesagt, sie sollen dich nicht belästigen. Aha, warum denn nicht belästigen? Und später sagt er, schüchtert sie nicht ein, sagt er dann zu seinen Mitarbeitern. Und Naomi sagt dann schon ganz am Ende, bleib die ganze Ernte über bei seinen Mägden, also von Boas, dort bist du sicher, während man dich auf den anderen Feldern womöglich belästigen würde. Also diese Arbeit war eine gefährliche Arbeit. Du bist offen auf einem Feld, du bist eine junge Frau, du bist schutzlos, du bist Witwe, keiner, den du kurz mal zur Hilfe rufen kannst. Und dann kann es passieren, wenn Männer da sind und eine junge Frau, was wir uns jetzt lieber nicht vorstellen wollen. Und so geht Ruth hin und arbeitet nicht nur für sich, sondern auch für Naomi. Und Naomi hätte jetzt sagen können, ich gehe auch Ehren sammeln, damit wir etwas zu essen haben, aber sie sagt nur, geh hin, meine Tochter, wir merken, sie ist immer noch in ihrer Verbitterung so eingenommen, dass sie nicht die Kraft hat, das zu tun. Aber Ruth ergreift die Initiative. Ruth hätte sagen können, na komm mit, Naomi, komm doch mit, sammeln mit, warum soll ich die ganze Arbeit machen? Nein, das macht sie nicht. Sie steht treu an Naomis Seite, auch als es ihr schlecht geht. Sie kommt auch nicht nach Hause und sagt, guck mal, was ich alles für mich gesammelt habe, sondern sie lässt Naomi teilhaben an dem, was sie dann gesammelt hat. Ruth ist eine Frau von Charakter. Ich frage dich nicht, ob du mitkommst, ich tue es einfach. Bei Ruth sehen wir Glauben in Aktion. Sie weiß nicht, ob sie ein passendes Feld findet, aber sie geht im Vertrauen. Ein Bibelausleger, der schreibt dazu,
Text seht ihr auch jetzt hier. Ruth ging im Glauben los, dass irgendwo da draußen ein gottesfürchtiger, großzügiger Gutsherr war, der den Armen Beachtung schenken würde. Glaube sitzt nicht einfach nur herum, um darauf zu warten, dass die Versorgung vom Himmel fallen wird. Wir sind dazu berufen, das zu tun, was wir können und in unserem Tun darauf zu vertrauen, dass Gott für unsere Bedürfnisse sorgen wird. Manche Leute denken ja, wenn ich Christ bin, da kann ich die Hände in den Schoß legen und warte, bis die gebratenen Tauben hier in den Mund fliegen. Aber Ruth, die wartet nicht auf den roten Teppich, der ihr da ausgelegt wird. Sie wartet nicht auf ein schönes Feld, sondern sie wird aktiv und sie geht einfach los. Sie tut das, was gerade dran ist. Ich muss mich versorgen, ich muss arbeiten gehen, damit ich die Kraft habe, machen kann. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich weiß, dass jemand an meiner Seite geht und mich lenkt und mich versorgt. Ich gehe den Schritt im Glauben. Ich trete aus meinem kleinen Schutzraum, den ich mir da so mit Naomi gemacht habe, heraus und ich vertraue Gott. Und Gott möchte uns auch segnen und leiten, wo wir im Vertrauen und im Vertrauen auf ihn losgehen. Ruth ist durch ihren Fleiß, ihren Glauben und Vertrauen eine Frau von Charakter. Vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, in einer schwierigen Phase. Du traust dich nicht, bist eingeklemmt. Schau dir Ruth an und sieh, wie die Geschichte weitergeht. Jetzt kommen wir zum dritten Päckchen, Teil 3. Es kommt etwas Sagenhaftes. Zufall oder Vorsehung Gottes. Das heißt in Kapitel 2, Vers 3, nach der guten Nachrichtbibel habe ich das mal geschrieben. Es traf sich, dass das Feld zum Besitz von Boas gehört. Hier kommen wir zu einem interessanten Thema, nämlich, ist das jetzt Zufall, dass Ruth gerade irgendwie willkürlich, unwillkürlich auf dieses Feld kam, oder ist das Vorsehung Gottes? Ich weiß, einige von uns denken jetzt, und das ist auch mein erster Gedanke, dass ich da doch nicht einfach von Zufall sprechen kann. Wir Christen sprechen ja nicht von Zufällen, denn wir wissen, alles, was wir tun, ist von Gott geführt. Aber interessant ist doch, dass der Erzähler dieser Geschichte von einem Zufall spricht. Ich habe mal nachgeschaut, wörtlich müsste man vom Hebräischen her so übersetzen. Einer der bekanntesten deutschen Alttestamentler aus dem 19. Jahrhundert, Kai Delitzsch, Kommentar gibt es auch noch antiquarisch zu kaufen. Der übersetzt das so: Per Zufall traf sie zufällig das Feld von Boas. Und die Brunsbibel übersetzt deswegen folgendermaßen: Es fügte sich glücklich, dass sie gerade auf das Feld des Boas kam, der aus der Familie Elimelechs stammte. Ich weiß nicht, ob wir das auch kennen, so Zufälle in unserem Leben, aus der plötzlich ein Segen entsteht. Clemens hat das gerade so anschaulich erzählt, für ihn war das ja nicht einsichtig, wo wird er gerade angefeuert, wo begegnen ihm seine Eltern, seine Schwestern, seine Schwester, die ihn dann anfeuert und so, wo begegnet uns Gott, der dann plötzlich uns auf unserem Lebenslauf begegnet und uns hilft. Man beachte in dem Ganzen, hier steht ja nichts von einer direkten Vision von Gott. Der Herr sprach, gehe auf das Feld links herum, dann nochmal rechts herum, die dritte Straße rechts und dann kommst du auf das Feld, wo ich dich haben will. Nein, Ruth hatte auch keine Träume, wo Ruth in der Nacht ein Feld sieht, auf das sie gehen soll mit großen leuchtenden Buchstaben Boas. Nichts von all dem. Und ich finde es gut, wenn wir von solchen Erlebnissen hören. Der nächste Zeugnisgottesdienst Mitte Juni, der kommt. Und ihr könnt euch schon mal überlegen, wo ihr von Gottes großen Taten in eurem Leben erzählen könnt. Aber hier steht gar nichts davon, von Führung Gottes. Hier wird aus menschlicher Perspektive von einem Zufall gesprochen. Aus unserer menschlichen Sicht. Aber am Ende des Kapitels weiß Naomi, wie sie das bewerten soll. Nämlich von wem der zunächst scheinbare Zufall kommt, nämlich von Gott. Vers 20 noch einmal. Da sagte Naomi zu ihr, der Herr segne den Boas. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Uns Lebende nicht und auch nicht die Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. Dazu später oder in der nächsten Predigt mehr. Naomi weiß, das sind nicht nur Zufälle. Gott ist gnädig in diesem Zufall, in dem allen etwas zufällt, aber Gott lässt es dir zufallen.
wenn ich kein prophetisches Wort oder einen Traum oder eine Vision von Gott bekomme? Ich muss die Zukunft nicht kennen, wenn ich nur den kenne, der die Zukunft kennt. Wenn er die Zukunft kennt und wenn du ihn kennst, dann weißt du alles, was du brauchst. Vernachlässige in deinem Leben nicht die Vorsehung Gottes. Das ist ja ein Begriff, den die Christen und viele Kirchen leider gar nicht mehr so kennen. Vor 100 Jahren, wenn man die theologische Literatur liest, da waren die Bücher voll davon, die Vorsehung Gottes. Für die, die unter uns aus einem anderen Sprachraum kommen, Vorsehung ist ein sehr altertümliches deutsches Wort. Auf Englisch heißt es Providence. Ich habe mal nachgeschaut, extra für den Übersetzer, also Italienisch, heißt das La Providenza di Dio. So ähnlich müsste man das auch schon drauf wissen. La Providenza di Dio. Und Spanisch so ähnlich La Providencia de Dios. Manchmal haben wir das Gefühl, dass was in unserem Leben geschieht, ist ja gar nicht so spektakulär und gar nicht der Rede wert. Aber, und wir denken, na, das ist jetzt ein Zufall, was jetzt so passiert ist. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Sie sagt, dass dahinter ein mächtiger Gott steht. Und Ruth hat am Ende ihrer Tage nicht bedauert, ach schade, dass ich keine extra Offenbarung hatte, schade, dass ich keine Prophetie hatte, da und da ist das Feld von Boas. Sondern ich hatte nur die Vorsehung Gottes. Und das war gut so. Die hat mein Leben gelenkt. Ruths Glaube in Aktion führt sie an genau die richtige Stelle. Ein starker Theologe, R.C. Sproul, sehr lesenswert, der schreibt dazu Folgendes. Der zentrale Punkt der Lehre von der Vorsehung ist die Betonung der Regierung Gottes über das Universum. Er regiert seine Schöpfung mit absoluter Souveränität und Autorität. Er ordnet alles, was passiert, vom Größten bis zum Geringsten. Nichts geschieht außer Reichweite seiner souveränen, vorhersehenden Herrschaft. Er lässt den Regen fallen und die Sonne scheinen, so wie heute. Er baut Königreiche und reißt sie nieder. Er zählt die Haare auf dem Kopf und die Tage unseres Lebens. Das ist alles göttliche Vorsehung. Und was zu Beginn von Kapitel 2 aussieht wie ein Zufall, was aussieht wie ein Schicksal, wie ein Willkür, wie ein Glück, entpuppt sich am Ende des zweiten Kapitels als die Vorsehung, als den Plan Gottes. Und wir brauchen diese Sicht Gottes auch für die Ereignisse in unserem Leben. Das ist etwas, was uns tröstet und aufrichtet, auch in schweren Zeiten. Dieser R.C. Sproul, der schreibt weiter, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Vorsehung Gottes und dem Zufall oder dem Glück oder dem Schicksal. Der Schlüssel zu diesem Unterschied ist im persönlichen Wesen Gottes zu finden. Der Zufall ist blind, während Gott alles sieht. Das Schicksal ist unpersönlich, während Gott ein Vater ist. Das Glück ist stumm, während Gott reden kann. Es gibt keine blinden, unpersönlichen Kräfte, die in der Menschheitsgeschichte am Werk sind. Alles wird durch die unsichtbare Hand der Vorsehung hervorgerufen. Und wenn das so ist, dann ist es auch wichtig, dass wir als Christen uns nicht eine Sprechweise antrainieren und nicht ständig von Zufällen sprechen. Ach, Glück gehabt, das wäre jetzt ein Glück. Ja, und manchmal sagen wir das so im Alltag, und dann sollten wir am Ende noch klarstellen, ja, dieses Glück, diesen Zufall, den hat Gott mir zufallen lassen. Gott hat es mir glücken lassen. Wir Christen haben durch das Buch Ruth eine andere Perspektive auf die Führung Gottes. Deswegen nochmal, vernachlässige in deinem Leben nicht das Wissen um die Vorsehung Gottes und das Vertrauen darauf. Preise und danke Gott und erzähle Menschen, wie Gott in seiner Vorsehung, in seinem Plan, in seiner Souveränität dich geführt hat und wie er dich von Ereignis zu Ereignis geleitet hat. Denn es ehrt ihn und Gott wird dadurch groß gemacht. Noch einmal Sprüche 16, Vers 9, bevor wir weitergehen. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und das sehen wir bei Ruth. Ruth tut das, was getan werden muss. Ich muss für uns, für mich und Naomi sorgen. Und sie geht einfach los und sucht ein passendes Feld und entscheidet es einfach. Aber Gott lenkt Ruths Schritte. Und das tut er auch bei dir und bei mir. Geh vertrauenlos und tue das, was richtig ist, was du denkst, was dran ist. Ein spannendes Thema, wenn ihr in der Bibel lest, dann achtet einmal auf diesen Aspekt, wie sich der Plan Gottes durch die ganzen Geschichten des Alten und Neuen Testamentes zieht. Jetzt kommen wir zu Teil 2 der sich anbahnenden Liebesromanze. Wir lesen Vers 4, Kapitel 2, Vers 4. Im Lauf des Tages kam Boas selbst aus der Stadt zu seinen Leuten heraus. Gott sei mit euch, grüßt.
begrüßte er sie wieder, also seine Mitarbeiter, und sie erwiderten: Der Herr segne dich. Übrigens, er sagt etwas sehr Wichtiges über Boas aus. Er war ja ein Chef eines kleinen Unternehmens, er hatte eine Landwirtschaft mit Angestellten, und dieser Chef, der hat seinen Glauben vor seinen Mitarbeitern nicht versteckt. Er wollte ihnen Gutes tun. Der Herr sei mit euch, der Herr segne euch. Er will seine Mitarbeiter fördern, er hat das Wohl seiner Mitarbeiter im Blick. Und wie gut, wenn man als Arbeitnehmer so einen Chef hat. Und wie gut, wenn du so als Chef dein Unternehmen führst. Im Laufe des Tages schaut Boas auf dem Feld vorbei und sieht sofort: Hier ist eine Frau, die habe ich vorher noch nie gesehen. Boas kennt seine Leute und er sieht: Oh, wer ist die? Die kenne ich noch gar nicht. So fragt er seinen Vorreiter, Vers 5. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht über die anderen führte: Wohin gehört diese junge Frau? Und jetzt stell dir mal vor, du bist gut. Uns Männern fällt das ein bisschen schwerer, aber stell dir mal vor, du bist gut. Du arbeitest auf dem Feld und du hörst von dem Mägden nebenan: Hey, gleich kommt Boas, der Mann der Männer. Wahnsinn, gleich ist er da. Alleinstehend, einflussreich, wohlhabend, freundlich. Was würdest du tun, ihr Frauen? Wäre es vielleicht so, dass du sagen würdest: Kein Problem, ich bin in 4 Stunden wieder da und dann bin ich schick und aufgebrezelt und es wird super sein. Er wird mich erkennen, er wird mich beachten. Ich werde seine Aufmerksamkeit gewinnen, weil ich wie ein Stern leuchten werde. Nur Ruth hat diese Möglichkeit nicht. Sie ist dort arm, hatte wahrscheinlich nur ein Kleid, das sie über Wochen anhat. Sie ist schmutzig von der Feldarbeit, sie hat keine Chance, sich zu waschen. Sie ist gerade dabei, in Ehren zu sammeln vom Feldboden und staubig. Und interessant, Boas fragt: Wer ist diese Frau da? Irgendetwas ist besonders an ihr, aber was? Dann fragt er den Vorarbeiter und der Vorarbeiter sagt, das ist eine Moabiterin, also die kommt aus dem Nachbarland, die ist mit Naomi zurück nach Bethlehem gekommen. Und dann fügt er bewundernd hinzu, Vers 7, sie hat gefragt, ob sie die Ehren auflesen darf, die unsere Leute liegen lassen. Seit dem frühen Morgen ist sie auf den Beinen. Jetzt hat sie zum ersten Mal eine Pause gemacht und sich in den Schatten gesetzt. Das, was so gut ausmacht, in diesem Augenblick ist nicht vordergründig ihre Schönheit. Was gut ausmacht, ist nicht vordergründig ihre Herkunft oder das, was sie hat, ihr Besitz. Das, was Ruth ausmacht, ist nicht das, was man über sie redet, sondern das, was Ruth ausmacht, das ist ihr Charakter. Das ist ihre Identität, das, was sie wirklich ist, und das zeigt sie in ihrem Handeln. Sie geht auf das Feld, sie bittet um Gnade: Bitte lass mich hier aufsammeln, ich habe sonst nichts, man gewährt es ihr. Und dann darf sie aufsammeln, sie arbeitet von morgens bis abends, sie verletzt keine Regeln, sie ist dankbar für das, was sie bekommt, weil sie weiß, dass es unverdiente Gnade ist. Boas sieht das und sagt: Wow, das ist attraktiv. Manchmal macht man die Beobachtung, je länger man auf der Suche nach dem Traummann oder der Traumfrau ist, desto mehr gibt es die Tendenz, man macht sich so eine Liste von Dingen, die wichtig sind bei der Suche nach meinem zukünftigen Traumpartner. Vielleicht gibt es die Liste auch nur im Kopf. Also eigentlich sollte er so und so sein und das sollte er machen und so sollte er vorgebildet sein und was immer. Und dann beginnt man zu suchen auf der ganzen Welt. Erst am Arbeitsplatz, dann am Wohnort, in der Gemeinde, dann auf Facebook und Twitter und sonst wo. Und diese Liste ist echt lang, die man sich sogar im Kopf macht, wie die Eigenschaften sein sollen. Und hätte Boas so eine Liste im Kopf gehabt, dann wäre er nie mit Ruth zusammengekommen. Mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass auf Boas Liste steht: Also wenn ich eine Frau suche, dann soll die auf jeden Fall aus dem Ausland kommen. Die soll auf jeden Fall keinen Besitz haben und die soll arm sein. Und die soll Witwe sein, das ist mir persönlich besonders wichtig. Und die sollte keine Kinder haben, obwohl sie im eigenen Alter schon viele Kinder haben sollte. Außerdem sollte meine Traumpartnerin auf dem Feld arbeiten und wie eine arme Bettlerin aussehen. Kein Mensch glaubt, dass Boas so eine Liste im Kopf gehabt hat und dass er das auf der Liste stehen hatte. Aber Boas schaut auf etwas ganz anderes. Er schaut auf ihr Herz. Weil, hört man, was er sagt. Verse 8 und 9. Da wandte sich Boas an Ruth und sagte: Hör auf meinen Rat. Geh nicht auf ein anderes Feld, um dort Ehre zu sammeln. Bleib hier und halte dich zu meinen Knechten und Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu hindern. Und wenn du Durst hast, geh zu den Krügen.
Wasser, dass meine Leute sich dort schöpfen. Boas achtet nicht darauf, wo Ruth herkommt. Er sagt, dein Charakter ist mir wichtig. Weil der Charakter gut ist, bist du wie meinesgleichen. Trink, iss, bleib auf meinem Feld, ich werde dich versorgen und ich werde dich segnen. Keiner soll sie belästigen und Ruth konnte ihr Glück nicht fassen. Und was das in Ruth auslösen musste, das kann man sich kaum vorstellen. Sie wirft sich vor Boas auf den Boden und sagt, in Vers 10, wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist? Ich bin doch eine Fremde. Boas, wieso bist du zu einer Ausländerin so freundlich? Ruth ist nämlich realistisch. Ruth ist kein Trottel. Sie sagt sich, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich bin Moabiterin. Ich habe alte Kleider an, ich bin dreckig, ich wühle hier mit den Händen im Dreck, irgendwas ist hier falsch. Du bist der Mann der Männer, du bist Boas und du sagst mir, dass ich zu dir gehöre. Obwohl ich so bin, warum? Falls du mal jemanden kennenlernst und dir kommt etwas komisch vor, dann frag ihn warum. Dann frag sie warum. Warum bist du so, dass du so an mir handelst? Und so eine Frage hat ja zwei Bedeutungen. Nämlich der eine Teil ist, an was glaubst du wirklich? Nach was richtest du dein Leben aus? Nach welchen Werten orientierst du dich? An welchen Gott glaubst du? Und die zweite Bedeutung ist, was Gott hier meint, du hast dein Ein- und Auskommen. Kannst du und willst du die Versprechungen, die du mir machst, überhaupt halten? Kannst du mich versorgen? Gott fragt, warum machst du das? Und was Boas jetzt sagt, das ist an Schönheit nicht zu übertreffen. Boas sagt, er hätte bereits von ihr gehört und größten Respekt für das, was sie getan hatte. Die Verse 11 und 12. Ich weiß, dass du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Es wurde mir alles erzählt. Du hast deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir, was du getan hast und belohne dich reich dafür, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln. Boas, the man. Er sagt, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern welchen Charakter du gezeigt hast, welches Herz du hast. Und das ist das, was mich anspricht. Du bist eine Säule, auf die man bauen kann. Du hast Eigenschaften, die alles überdauern, wenn irgendwann mal alles bei uns nicht mehr so knackig ist. Du bist liebenswert, du hast ein tolles Herz. Interessant, er sagt vor all seinen Mitarbeitern, Leute, schaut euch diese Frau an. Was du gezeigt hast mit deiner Schwiegermutter, Respekt, mögest du gesegnet sein für all das, was du getan hast. Er bittet sozusagen um Segen für Ruth. Und vielleicht weiß Boas zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht genau, dass er selber ein Teil der Antwort sein wird auf dieses Gebet. Boas ist eine Säule, auf die man sich stützen kann. Und zur Essenzeit lud Boas Ruth dann zum Essen mit seinen Mägden und Knechten ein. Er gibt ihr so reichlich zu essen, dass sie sogar noch etwas zur Seite legen kann. Dann heißt es in Vers 15 bis 16 noch einmal, lasst Ruth auch zwischen den Gaben sammeln und treibt sie nicht weg. Lasst absichtlich Ehren aus den Gaben fallen, damit sie auflesen kann und sagt ihr kein unfreundliches Wort. Boas, der Mann der Männer, behandelt diese Frau mit Respekt, obwohl sie aus israelitischer Sicht als Ausländerin gar nicht so einen Respekt verdient. Ich will, dass es dir gut geht. Für uns heute, wenn du dabei bist, eine Beziehung zu bauen, dann ist es richtig, dass du eine stabile Säule bist. Manche sagen und denken, also solange ich noch nicht verheiratet bin, lass ich es nochmal richtig krachen. Aber wenn ich einmal verheiratet bin, dann werde ich endlich zu dem Mann, den ich selber gerne heiraten würde. Dann werde ich endlich zu der Frau, die ich selber gerne heiraten möchte, die heiratswürdig ist. Dann werde ich mich ändern. Aber die Wahrheit ist, wenn du verheiratet bist, das wissen alle, die es mal waren oder sind, es wird nicht immer leichter in einer Ehe. Deshalb ist die Idee von Gott, wenn du noch alleine bist, dann werde zu der Frau, die Gott in dir sieht. Werde zu dem Mann, der du sein kannst. Und werde zu einer stabilen Säule. Und jetzt habe ich euch nochmal diese eine Säule mitgebracht. So wie bei Boas. Er war eine stabile Säule. Und Ruth auch. Und wenn der andere Partner keine stabile Säule ist, dann kann dieses
man zwei stabile Säulen hat, dann kann man ein Dach darüber bauen. Dann ist es eine tragfähige Partnerschaft. Dann kann eine Beziehung entstehen, die an Schönheit nicht zu übertreffen ist, weil sie ein Dach trägt, was beide gemeinsam verbindet, wenn man auch noch das gleiche Fundament hat, nämlich den Glauben an Jesus Christus, an Gott. Wenn du schon in einer Partnerschaft oder verheiratet bist, das sind vielleicht die meisten von uns, dann kann es sein, dass du fragst, ja, bin ich eigentlich stabil? Ich weiß es nicht. Bin ich eigentlich die Säule, die mein Mann oder die meine Frau verdient hätte? Ich weiß es nicht. Dann fange an deinem Herzen und Charakter zu arbeiten, dass Gott dich verändern möge, damit dein Gefährte sich auf dich stützen kann. Damit deine Gefährtin sich auf dich stützen kann als eine Säule. Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss, das letzte Päckchen, werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick auf die Noomi. Fünftens, die Noomi, die war ja während der ganzen Zeit zu Hause allein in ihrer Bitterkeit, in ihren Gedanken, sie kam aus diesem Kreislauf nicht raus. Nennt mich nicht mehr die Süße, sondern nennt mich bitter, denn der Herr hat mir Bitteres angetan. Wir sehen hier, wie Naomi herausfindet aus ihrer Bitterkeit. Wir haben gesehen, wie sie nicht rauskommt aus ihrer depressiv-emotionalen Stimmung. Ich lese nochmal den Vers 20 und 21 aus Kapitel 1. Nennt mich nicht mehr Naomi, sagte sie. Nennt mich Mara. Denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von ihr weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Sie ist also sehr bitter auf Gott. Und sie ist nicht in der Lage, Hoffnung aus ihrer Situation zu erkennen, obwohl Ruth neben ihr steht, obwohl Ruth der leibhaftige Engel Gottes an ihrer Seite ist. Sie erkennt das einfach nicht. Was ist ihr Problem? Ja, sie hört nicht auf, an Gott zu glauben. Sie glaubt immer noch an den Herrn, an den Gott. Aber meint es dieser Gott wirklich gut mit mir? Kognitiv, also mit Verstand, nimmt sie die Hoffnung wahr, aber es rutscht nicht in ihr Herz. Sie fühlt es einfach nicht. So ist das ja manchmal auch in der Ehe, in der Partnerschaft. Man fühlt das nicht immer, aber manchmal soll es Augenblicke geben, wo man es auch wirklich fühlt, wo es ins Herz rutscht, dass man verheiratet ist. Naomi erkennt hier in diesem Moment noch nicht, dass das scheinbar Schlechte von Gott beabsichtigt ist, um es zum Guten zu wenden. Und Naomi staunt nicht schlecht, als Ruth mit 15 Kilogramm Gerste nach Hause kommt. Vers 19 und 20 lesen wir. Wo hast du heute Ehren gesammelt? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der dir das erlaubt hat, rief sie erstaunt. Und dann hört sie, dass das auf dem Feld eines Mannes namens Boas geschehen ist. Und dann fällt ihr ein, das ist ja ein Verwandter von uns, der in einer gewissen Verantwortung steht, für uns zu sorgen. Und dann ruft sie voller Erstaunen und Dankbarkeit, Vers 20, der Herr segne Boas. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat, uns Lebende nicht, auch nicht die Toten. Naomi findet also heraus aus ihrer Bitterkeit. Naomi erkennt, dass jetzt Gott ihr Geschick wenden wird. Sie erkennt die Vorsehung Gottes, die auch in Zufällen wirkt und Dinge zum Guten fügt. Und darin findet sie Trost und darin findet sie Halt, dass ich nicht im Stich gelassen bin, sondern es lenkt jemand trotz allem mein Leben. Eine große Sorge damals war ja, dass die Familie ausstirbt. Und jetzt war ihr Mann gestorben, ihre beiden Söhne waren gestorben. Und wie geht die Familiengeschichte jetzt weiter? Das war eine Katastrophe aus der altorientalischen Sicht. Und jetzt weiß sie, da kann was draus werden aus Ruth und Boas. Das sieht Ruth vielleicht noch nicht, aber Naomi als Schwiegermutter sieht das schon, dass ihre Familie dadurch auch wieder eine Zukunft hat. Noch was zum Hintergrund. Ich werde in der nächsten Predigt wahrscheinlich dazu noch mehr sagen. Hier wird Boas als einer von den Lösern bezeichnet, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. Es gab im Alten Testament noch eine andere Ordnung, dass eine Familie fortbesteht, wenn zum Beispiel ein Bruder gestorben ist, der war verheiratet, die Frau bleibt als Witwe, dann war der nächste Bruder, und wenn es den nicht gab, war irgendein anderer Verwandter verpflichtet, wenn es irgendwie möglich war, sie dann zur Frau zu nehmen, diese Witwe, und mit ihr auf jeden Fall ein Kind zu zeugen, sodass die Familie nicht ausstirbt. Das ist der Hintergrund der Hoffnung, die Naomi sich hier macht, dass Boas nach dem Gesetz des Mose für sie sorgen muss, dass die sogenannte Schwager-Ehe oder die Levirats-Ehe Jesus
Neuen Testament, als die Sadduzäer fragen, waren sieben Söhne, alle sterben, und wer wird, wessen Frau wird sie dann im Himmel sein? Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Hier scheint sich also großes Glück anzubahnen. Wir sehen Gottes Hand im Spiel. Zuerst geht es ganz klein nur darum, dass das Leben irgendwie weitergeht. Und plötzlich und unerwartet gibt es Grund zur Hoffnung. Und Boas war einer von denen, die bereit waren, Verantwortung und Gehorsam Gottes Geboten gegenüber einzunehmen. Ich kürze ein bisschen ab und komme jetzt zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon zu Ende gelesen habt, Kapitel 3, Kapitel 4. Ist ja was ganz Erstaunliches. Ich greife mal ein bisschen vor. Ruth heiratet ja tatsächlich den Boas. Sie bekommen einen Sohn namens Obed. Der bekommt wieder einen Sohn namens Isai, oder Jesse, nach einer anderen Aussprache. Und der ist Vater von David, König David, der große König David. Und David wiederum ist der Vorfahre von Jesus aus der menschlichen Linie. Und trotzdem finde ich diese Schlichtheit der Geschichte beeindruckend. Sie zeigt uns, wie unkompliziert das Leben in schwierigen und komplizierten Umständen funktioniert. Und sie von einer solchen wichtigen und für die Heilsgeschichte bedeutsamen Geschichte würden wir doch irgendwie mehr Wunder und sichtbares geistliches Leben erwarten, oder? Wir würden doch nicht erwarten, dass hier von einem Zufall aus menschlicher Perspektive gesprochen wird. Und wir würden doch Ruth und Naomi auch als betende Frauen sehen wollen, die Gott anflehen. Gott, hilf uns und wir müssen überleben. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel und gibt ihnen die Anweisung, hier auf das Feld und was als nächstes zu tun sei. Etwas plump gesagt, wir würden eine frömmere geistliche Erzählung dieser Geschichte erwarten. Der Herr hat mir gesagt. Aber stattdessen tut Ruth nur das, was schlussendlich jede Frau zu dieser Zeit in ihrer Situation getan hat. Sie sorgt ganz normal für ihren Lebensunterhalt. Und dazu muss sie zum Sammeln auf die Felder ganz unspektakulär und sie geht im Vertrauen los. Wenn in unserem Leben nicht alles gut läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, oder wenn in unserem Leben einfach nichts Spektakuläres geschieht, das ist kein Problem. Wir müssen nicht verzweifeln und unseren Glauben in Frage stellen. Machen wir es wie Naomi und Ruth, tun wir einfach das, was es zu tun gibt. Völlig unspektakulär. Und wisst ihr, das muss ich jetzt als Pastor nochmal hinterher schieben, das gilt manchmal auch für Dienste in der Gemeinde. Wir können nicht immer erwarten, dass Gott uns sagt, was wir tun sollen. Und ehrlich gesagt, können wir warten und wir können jahrelang warten. Herr, zeig mir, dass ich den Spüldienst machen soll oder den Begrüßungsdienst oder ein Grundstück oder was immer. Oder wir können es einfach tun und einfach anpacken, was es zu tun gibt. Wir tun das, was alle tun würden, wenn die Zeit reif ist. Dann wird Gott sich schon offenbaren und wir werden über sein Eingreifen staunen. Unser Leben scheint nach außen eben nicht immer besonders heilig zu sein, aber in diesem normalen Leben begegnet uns der heilige Gott, wenn wir ihm treu dienen. Und jetzt schließe ich diese Geschichte von Boas und Ruth, die ist aber noch viel mehr als nur eine Liebesgeschichte, eine Romanze. Denn der Boas, es ist so ein Bild für Jesus. Und wir müssen wissen, dass das ganze Alte Testament, das zeigt in allen Geschichten letztlich auf eine Person, auf Jesus. Und Boas ist hier in dem Fall so ein Spiegelbild, ein Vorbild auf ihn. Boas ist wie Jesus. Jesus ist der Mann, Jesus the man. Er steht dort und sagt, Jesus steht dort und sagt, du kommst zu mir mit leeren Händen, ohne etwas in den Händen zu haben. Du kommst auf mein Feld und ich werde dich versorgen. Egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, egal was du mitbringst, egal was du getan bist, wenn du getan hast, wenn du den Weg aus dem Moor, aus deinem alten Leben, ohne Gott, hierher zu mir nimmst, dann werde ich dich segnen, dann werde ich dich beschützen, dann werde ich an deiner Seite sein und dich versorgen. Und Jesus steht auch heute mit offenen Armen hier und lädt dich ein, bei ihm Versorgung und Schutz zu suchen. Egal, was du getan hast. Jesus sagt, ich liebe dich, egal, wo du herkommst. Ich segne dich und mein Wunsch ist, dass du aufblühst. Ich beschütze dich. Es darf dir keiner etwas antun. Und wenn du willst, dann komm an meinen Tisch. Du gehörst zu meiner Familie. Und du darfst an meinem Tisch versorgt werden. Und du bekommst noch mehr, als du eigentlich brauchst, sodass du auch andere noch versorgen kannst. Jesus wünscht sich so sehr, dass du zu ihm kommst und ihm dein Leben anvertraust. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht sagst du, eigentlich wäre ich auch so eine komplette, eine starke Säule, auf die ein Dach tragen kann. Ich wäre so gern ein Gegenüber für meinen Partner, für meine Partnerin oder für meinen Zukünftigen. Aber ich habe mein Gegenüber noch nicht gefunden.
ist es vielleicht jetzt Zeit für dich zu sagen, ich möchte mich stabilisieren. Ich werde an mir arbeiten, dass ich eine komplette Säule werde. Ich werde dafür sorgen, dass ich komplett bin. Ich werde von Gott an meinem Charakter arbeiten lassen. Ich werde Gott das Recht geben, durch sein Wort in mein Leben hineinzusprechen, auch wenn es mir nicht immer passt. Egal ob alleine oder in einer Partnerschaft. Und vielleicht bist du auch schon verheiratet oder bist in einer Partnerschaft und du sagst, ich merke, ich bin nicht immer eine Stütze. Dann ist es vielleicht zu sagen, dann arbeite an deinem Herzen, an deinem Charakter, dann werde ein echter Gefährte, werde zu einem Traummann, zu einer Traumfrau, die Gott in dir sieht. In der nächsten Minute, während wir das nächste Lied singen, kannst du dich überzeugen und dir überlegen, was für dich dran ist. Zeig mir Gott, wo ich noch keine komplette Säule bin. Zeig mir Gott, wo ich mich noch entwickeln kann. Oder wie gut, wo ich einfach einen Schritt im Glauben und Vertrauen gehen muss und das tun, was jetzt dran ist. Und dann erlebe, wie deine Fügung dahinter steht. Oder wie Naomi, zeig mir Gott, wo ich aus meiner Verbitterung herauskommen kann und dankbar die Zusammenhänge sehe, wie Gott in meinem Leben Dinge fügt und lenkt. Und dann könnt ihr auch davon erzählen, ich kann nicht schweigen.